Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion DJ Software. Ja, wir machen jetzt erstmal hier die Theorie zu den ganzen DJ Softwares und anschließend gehen wir dann gleich noch in die Praxis. Wir starten mit Virtual DJ, wahrscheinlich die bekannteste Software der Welt, kommt von Atomix Productions und gibt es seit 2003 bereits schon. Die Software richtet sich in erster Linie an DJs, hat aber genauso auch VJing mit an Bord und ist auf jeden Fall eine extrem umfangreiche Software. Die Zielgruppe sind vor allem Anfänger und Sparfüchse, denn die kostenlose Version von Virtual DJ ist bereits sehr umfangreich. Deswegen ist es oft auch der erste Berührungspunkt von DJs zu einer DJ-Software. Daher ist sie leider auch etwas verschrien. Aber eigentlich nicht zu Recht, denn sie kann sich auf jeden Fall auch mit den professionellen Programmen messen. Und dafür ist sie nämlich auch für Individualisten besonders geeignet, weil man die Oberfläche extrem an seine Bedürfnisse anpassen kann, an die Controller, die man benutzt oder eben an die eigenen Vorlieben. Und da sie vor allem auch so extrem viele Funktionen mit an Bord hat, eignet sich es vor allem auch für Mobile DJs, die dann zum Beispiel Lichtsteuerungen mit nutzen können oder eben auch VJing und so weiter und so fort. Ja, zur Preispolitik. Es gibt eben diese kostenlose Demo, die bereits sehr umfangreich ist. Da kann man dann leider keinen Controller mit benutzen. Das heißt eben, euch bleibt nur Maus und Tastatur. Aber eben, um mal einen ersten Eindruck zu bekommen und da rumzuspielen, kann man auf jeden Fall schon einiges machen. Dann gibt es noch Home Plus. Das ist dann eben mit einem Controller. Da unterscheidet sich der Preis, je nachdem, welchen Controller ihr nehmt. Und dann habt ihr eben eine richtige Virtual DJ-Version mit an Bord. Außerdem könnt ihr dann noch zur Pro-Version wechseln. Die kostet dann ganze 299 Euro aktuell. Oder auch als Abo-Modell buchbar, das heißt dann 19 Euro pro Monat. Und da habt ihr alle Controller frei, also da könnt ihr anschließen, was ihr möchtet, das wird alles funktionieren. Vor allem funktioniert bei Virtual DJ sehr vieles per Plug and Play, das ist auch sehr entspannt. Und somit seid ihr dann auf jeden Fall auch mit der professionellen Version bestens ausgerüstet. Kommen wir hier mal zu den ganzen Features, die Virtual DJ hat. Ihr seht schon hier, das sind ganz besondere Features im Prinzip. Die ganzen klassischen Standard-Features, die sowieso jede Software mit an Bord hat, haben wir jetzt hier nicht mehr mit reingenommen. Und ihr seht schon, hier sind fast überall grüne Häkchen. Lediglich eine DJ-App gibt es nicht. Dafür gibt es aber zum Beispiel eine Remote-App, also zur Fernsteuerung. Und leider gibt es auch keine Soundcloud- und Mixcloud-Integration. Das haben aber auch die wenigsten DJ-Softwares. Und was leider auch nicht geht, ist, dass eine MIDI-Clock schon mit von Haus aus dabei ist. Es gibt Möglichkeiten, mit einer MIDI-Clock im Prinzip zu arbeiten, aber diese klassische Funktion, dass es direkt im Programm implementiert ist, die gibt es leider nicht. Ansonsten habt ihr hier wirklich alles, was das Herz begehrt, alle erdenklichen Funktionen, die man so kennt. Kommen wir noch zum Pro und Contra. Schon erwähnt eben, Virtual DJ hat einen extrem großen Funktionsumfang, eine umfangreiche Testversion, hat eben noch diese ganzen Features wie auch DNA of Scratch, Ask the DJ, Genius DJ und die DMX-Steuerung für euer Lichtequipment. Also wirklich eine ganz große Bandbreite an Pros, die ihr hier dann habt. Auf der Kontraseite ist vielleicht ein bisschen eben die Aufmachung von Virtual DJ, denn die Darstellung ist teilweise sehr unübersichtlich und auch die Einstellungsmenüs sind sehr unübersichtlich, vor allem auch sehr komplex teilweise das Programm an sich einzurichten. Der große Funktionsumfang verleiht dann teilweise auch zu unprofessionellen Spielereien, dass man hier zu viel mit einbinden möchte, obwohl es eben vielleicht gar nicht wirklich sinnvoll ist. Außerdem mit 299 ist die Vollversion natürlich auch ziemlich teuer im Vergleich zur Konkurrenz. Insofern ist es im Prinzip dann ein bisschen auch dieser Öffnung von Virtual DJ geschuldet, dass es eben so viele Möglichkeiten gibt, dass man alles so individuell einstellen kann. Das geht dann natürlich damit einher, dass das ganze Einrichten auch deutlich komplexer wird. Bei Traktor Pro haben wir ein Programm von Native Instruments. Gibt es bereits seit 2002, also auf jeden Fall auch einer der Pioniere und richtet sich vor allem an DJs. Also es gibt hier nämlich auch keine VJ-Möglichkeiten
Und die Zielgruppe sind vor allem Fortgeschrittene und Profis, denn es gibt einen sehr großen Funktionsumfang, der vor allem auch fürs Live-Producing ausgerichtet ist, mit den Stem-Decks, mit den Remix-Decks und so weiter. Und da das vor allem elektronische DJs nutzen, richtet sich die Software logischerweise auch eben an elektronische DJs, hat somit auch da wahrscheinlich den größten Marktanteil, aber kann natürlich auch von anderen DJs aus anderen Genres wunderbar genutzt werden. Es gibt eine kostenlose Demo, wie eigentlich bei jedem Programm. Die ist pro Sitzung halt auf 30 Minuten beschränkt, aber bis die 30 Minuten rum sind, könnt ihr auf jeden Fall alles nutzen. Dann gibt es eben noch die Vollversion, könnt ihr ganz klassisch kaufen für 99 € und sogar auch die Scratch-Version, also wo ihr ein DVS-System eben mitnutzen könnt, kostet auch genauso viel. Also ein sehr einfaches Preismodell. Kommen wir dann hier zu den Features. Ein paar mehr rote Xe sozusagen als bei Virtual DJ, denn es gibt kein VJing, keine Streaming-Integration, außerdem auch keine Visuals, weil es ja auch generell eben keine Videofunktionen gibt. Es gibt auch kein Abo-Modell, dafür ist aber der Preis der Vollversion auf jeden Fall im Rahmen. Und es gibt auch keine Soundcloud- und Mixcloud-Integration, als auch keine Remote-App. Das sind Features, auf die kann man noch verzichten. Der Schwerpunkt liegt auf jeden Fall auf dem DJ-Bereich und dem Live-Producing-Bereich. Deswegen auch eben sowas wie MIDI-Clock zum Beispiel ist hier ganz wichtig. Und ja, deswegen, man sieht schon, wo Traktor auf jeden Fall seine Schwerpunkte setzt. Pro und Contra noch. Die Testversion ist sehr umfangreich, denn eben solange die 30 Minuten nicht rum sind, könnt ihr wirklich alles frei nutzen. Die Darstellung ist auch sehr clean und modern, also es ist gut zu bedienen. Ihr habt hier noch coole Features wie die Remix-Decks und die Stems. Dafür geht das Plug-and-Play leider nur mit Native Instruments-Geräten, wobei ihr aber andere auch relativ einfach mappen könnt. Es gibt keine Erweiterung, dafür im Prinzip das, was Traktor kann, gibt es direkt schon bei der ersten Vollversion sozusagen mit. Das Layout könnt ihr jetzt nicht besonders individualisieren. Ihr könnt eben entscheiden, welche Art von Track-Decks im Prinzip ihr dann sehen möchtet. Aber im Prinzip das grobe Layout des Programms kann man nicht weiter individualisieren. Keine Add-ons, es sind genau dasselbe wie bei keiner Erweiterung. Also bei manchen Programmen könnt ihr ja noch extra Sample-Packs holen oder extra Effekte oder eben besondere Funktionen. Das gibt es alles bei Traktor nicht, aber ist eben alles schon von vornherein mit dabei. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es keine intelligenten Playlisten gibt, denn das ist auf jeden Fall eine clevere Funktion und bietet eigentlich so gut wie jedes andere DJ-Programm. Deswegen ist das auf jeden Fall was, wo Traktor noch nachziehen muss. Serato ist ein Klassiker, vor allem eben für alle Hip-Hop-DJs. Es ist von Serato Audio Research, der Firma. Gibt seit 2004 auch bereits schon und richtet sich an DJs als auch VJs. Besser gesagt, eben könnt ihr hier auch VJing mitverwenden. Der Vertrieb und die Lizenzierung verfolgt aber durch die Rain Corporation, die ja auch eben viel Hardware produziert. Und wie bereits erwähnt, eben Zielgruppe sind vor allem Fortgeschrittene und Profis. Dazu zählen eben vermehrt Hip-Hop-DJs und vor allem eben auch Turntablists, denn die Funktionen von Serato fokussieren auf jeden Fall eben die Hip-Hop-DJs und da haben sie ganz klar ihren Schwerpunkt gesetzt. Trotz alledem können natürlich auch wieder alle DJs aus anderen Genrebereichen genauso Serato nutzen. Es gibt auch hier wieder eine kostenlose Demo. Die läuft 14 Tage, bis dahin könnt ihr alles soweit nutzen. Dann gibt es noch DJ Pro, das ist in Anführungszeichen die Vollversion, wobei man es eben in Anführungszeichen setzen muss. Die kann man auch als Abo-Modell beziehen. Und dann hat man eben nur in Anführungszeichen die DJ-Vollversion, denn man kann hier ja noch mit einzelnen Add-ons eins drauflegen, sei es jetzt Digital Vinyl System, dann eben die Videofunktion und auch solche Serato hauseigenen Add-ons wie Flip und Pitch and Time. Dazu kommen wir dann noch. Und das Ganze gibt es dann in der DJ Suite für $150 ungefähr oder eben auch wieder im Abo-Modell. Bei Serato auch wieder nur sehr wenige rote Xe. Das heißt eben, es gibt leider keine DJ-App. Dafür gibt es aber zum Beispiel wieder eine Remote.
Ihr könnt leider nicht direkt aus dem Programm broadcasten, das heißt, ihr müsst eben über ein Streaming-Programm gehen, ein Extra-Programm. Soundcloud und Mixcloud sind ebenfalls nicht integriert. Und wo Serato auch keine Funktion bietet, ist eben die Vorhörfunktion. Das sind aber auch Sachen, auf die man ebenfalls noch verzichten kann, also kein komplettes Ausschlusskriterium. Schön wäre auf jeden Fall die Broadcast- und die Vorhörfunktion. Die DJ-App hängt ja auch gar nicht direkt mit dem Computerprogramm zusammen, deswegen passt es auch soweit. Pros und Kontras sind auf jeden Fall, dass die umfangreiche Testversion echt cool ist zum Testen. Die Darstellung von Serato ist auch sehr clean und modern. Kann man vielleicht mit Apple ein bisschen vergleichen, denn hier werden teilweise Dinge nicht angezeigt, die man normalerweise auch nicht braucht oder die man nicht unbedingt sehen muss. Also es ist sehr pragmatisch gehalten. Und es gibt eben noch diese Erweiterungen, hat vor allem auch Plug-and-Play mit vielen Controllern und bietet sogar noch mehr wie Karaoke, Digital Vinyl System, dass man sogar beim laufenden Betrieb zwischen DJs wechseln kann und so weiter. Smart Crates eben sind dann wieder die intelligenten Playlisten, das ist auf jeden Fall alles sehr cool. Schade ist, dass der Autoplay sehr rudimentär ist. Im Prinzip ist es nicht mal ein Automix, denn es wird einfach nur ein Lied nach dem anderen gespielt. Das ist schade, da könnte man noch einen draufsetzen. Dann bei der Analyse der Library könnt ihr gar nicht im Prinzip einzelne Tracks auswählen, sondern es gibt nur einen Button für Mediathek analysieren und dann legt er direkt mit allen los. Außerdem geht es auch nur, solange ihr einen Controller angeschlossen habt, also in der richtigen Version seid. Das seht ihr auch gleich noch in der Praxis, denn wenn ihr im Practice Mode seid, also nichts angeschlossen ist, dann geht das eben nur. Das heißt, wenn ihr schon im laufenden Betrieb seid, dann könnt ihr da auch gar nichts mehr analysieren. Jo, außerdem die Audio-Interface-Einstellungen sind auch sehr minimalistisch. Ihr könnt nämlich nur die Latenz einstellen. Ihr könnt jetzt nicht im Programm dann live noch die Soundkarte ändern oder auch einzelne Kanäle zuweisen. Und zum Beispiel auch, vorhin schon angesprochen, eben mit dieser besonderen Optik, es ist kein Mixer sichtbar, wenn der Controller angeschlossen ist. Muss man ja eben auch nicht. Das sind eben Sachen, die möchten die hier mal nennen. Aber es gibt bestimmt auch welche, die das bevorzugen würden. Rekordbox DJ ist im Prinzip relativ neu am Markt. Kommt von Pioneer und gibt seit 2015. Hat DJing als auch VJing integriert und ist ja aus dem sozusagen Vorbereitungsprogramm Rekordbox entstanden, das sich vor allem an CDJ, also CD-Spieler-Nutzer, richtet. Deswegen ist die Zielgruppe nämlich vermehrt vor allem auch Pioneer-Hardware-Nutzer. Kann logischerweise genutzt werden für Anfänger und Profis und ist definitiv auch genreübergreifend. Man kann nicht unbedingt sagen, dass sie vielleicht wie Traktor oder Serato sich einem Genre eher mit einem Schwerpunkt verschrieben haben. Es gibt eine kostenlose Demo, die hier sogar 30 Tage nutzbar ist. Das ist sehr cool. Und dann könnt ihr euch mit bei der Base einkaufen sozusagen. Das ist also die Grundvollversion. Gibt es auch wieder im Abo-Modell. Wenn ihr da noch Digital Vinyl System haben möchtet, als auch die Videofunktion, müsst ihr noch eins drauflegen. Ihr könnt euch dann aber zum Beispiel auch noch das Premium-Abo-Modell holen. Da ist dann eben Bass drin, DVS, Video, Remix-Effects, Lyric und so weiter. Gibt es dann für 15,90 Euro. Ja, Features gibt es hier auch eine ganze Menge. Etwas mehr Rode X als bei den anderen, denn es gibt keine Streaming-Integration, keine Visuals, obwohl ihr eben VJing nutzen könnt. Es gibt keine DJ-App, aber es gibt eine Vorbereitungs-App sozusagen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Remote-App gibt es auch nicht. Keine MIDI-Clock, kein Broadcasting und keine Soundcloud- und Mixcloud-Integration. Das heißt, hier könnte Rekordbox auf jeden Fall noch nachlegen. Gerade sowas wie MIDI-Clock und Broadcast wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Und insofern sind sie auch noch gar nicht so lange am Markt, da kommt bestimmt noch was. Pro und Contra ist auf jeden Fall die Preparation-App, gerade schon erwähnt. Hier könnt ihr eure Library im Prinzip schon mal bearbeiten und dann später in das Programm übertragen sozusagen. Das ist sehr nice, gibt es auch sonst bei keinem Programm. Ihr habt KeySync schon frei Haus, das heißt Pitch and Time bei Serato und kostet Geld zum Beispiel. Oder
gibt es auch bei anderen Programmen gratis, wie bei Virtual DJ. Ihr habt Lyric mit dabei, die Darstellung ist von Rekordbox auch sehr minimalistisch und cool. Außerdem habt ihr diesen Export- und Sync-Manager noch gerade vor allem für die CD-Player-Nutzer. Und vor allem Lichtsteuerung ist auch nicht selbstverständlich, deswegen viele Pros. Bei den Kontras ist, dass wir kaum Einstellungsmöglichkeiten für den Automix haben. Ja, es ist schon ein Automix, aber der ist auf jeden Fall auch sehr spärlich. Dann ist noch hier die Frage, ob Rekordbox da demnächst in Richtung Kompatibilität mit den Controllern einen draufsetzt, denn die Performance Pads wechseln bei mehreren Seiten auf dem Controller nicht mit. Das heißt, wenn ihr eben in der DJ-Software mal auf eine nächste Seite von Effekten oder Funktionen wechselt, dann wechselt es beim Controller nicht unbedingt mit. Kommt natürlich auch darauf an, welcher, aber das könnte man eigentlich leicht programmieren. Und auch nicht alle Funktionen der Performance-Pads im Programm sind auf den Controller übertragbar. Das heißt eben, ihr könnt teilweise die Funktion nur am PC bedienen. Das ist auch schade. Und generell ist überhaupt kein Pitch-Fader in der Software sichtbar. Das muss natürlich auch nicht sein, aber das ist was, das würde bestimmt auch einigen gefallen. Ist eine nicht zwangsweise nötige Funktion, aber warum denn auch nicht? Also hier wurde ein bisschen Platz gespart, aber das ist ja auch halb so wild. Dann kommen wir noch zu DJ Pro 2. Das ist eine App von Algorithm, sind ja vor allem bekannt und groß geworden mit der DJ-App. Gibt es jetzt aber auch als klassisches Programm seit 2006. Und Software für DJing und VJing, also ihr habt hier auch wieder die VJing-Funktion mit an Bord. Zielgruppe sind Anfänger bis Fortgeschrittene. Für Profis wird das Programm wahrscheinlich zu simpel sein. Da fehlen dann einfach noch einige wichtige Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten. Aber gerade Leute, die es gerne minimalistisch und pragmatisch haben, also einfach ein gutes Programm, das gut läuft und das alles Wichtige im Prinzip an Bord hat, für die ist das wunderbar. Dafür ist nämlich auch der Preis nicht besonders teuer. Ihr bekommt die Vollversion für 55 Euro ungefähr, leider eben nur im App Store. Und insofern kommen wir dann auch schon zu den Features. Hier haben wir leider das Problem, dass es keinen Timecode gibt. Das ist eben zum Beispiel auch etwas, warum es sich für Profis wahrscheinlich weniger eignen wird. Ein Abo-Modell gibt es nicht, muss ja aber auch gar nicht sein. 55 Euro ist auch ein Preis, der vollkommen in Ordnung ist. Keine Soundcloud- und Mixcloud-Integration. Kein Broadcasting, keine MIDI-Clock, keine Remote-App. Das sind eben auch wieder so Dinge, wo wahrscheinlich viele Profis abspringen werden. Es gibt auch keine Vorhörfunktion. Und was auch sehr schade ist leider, dass kein Export oder Import der Library möglich ist. Also einzelne Playlisten, die ihr erstellt habt, könnt ihr nicht einfach rausziehen und bei einem anderen PC zum Beispiel wieder reinladen. Ihr könnt lediglich eure History exportieren in eine iTunes-Playlist zum Beispiel. Aber das war es auch schon. Also kein Import generell und vor allem auch bei Playlisten wäre das ganz schön. Da muss DJ Pro eigentlich noch nachlegen. Pro und Contra. Die Darstellung ist sehr übersichtlich, sehr minimalistisch. Das passt alles soweit. Und nice ist auch, dass es ein paar vordefinierte Samples mit an Bord hat, ähnlich wie Virtual DJ. Die kann man dann direkt schon abfeuern. Es gibt intelligente Playlists. Das Mappen von Controllern ist sehr schnell und einfach, das ist wirklich intuitiv, das ist auf jeden Fall auch ein Pro-Argument und ihr könnt iCloud integrieren, gerade jetzt eben für Fotos und Videos und so weiter. Also eben, das richtet sich logischerweise ja an die Apple-Nutzer und deswegen funktioniert die Integration hier auch wunderbar. Schade ist, dass es keine Testversion gibt und dass es ein etwas geringerer Funktionsumfang ist als bei manch anderen Programmen. Die Exportproblematik haben wir bereits schon angesprochen. Dann schade ist auch, dass kein MIDI-Mapping im Prinzip übertragbar ist. Bei anderen Programmen könnt ihr eine Art MIDI-Mapping-Datei zum Beispiel rausziehen oder von anderen Leuten bei euch hereinladen, dass ihr euch das ersparen könnt, dass ihr wirklich jeden einzelnen Knopf und Schieberegler erstmal zuweisen müsst. Und schade ist auch, dass es wenig Effekte nur gibt, die direkt schon mit an Bord sind. Da könnt ihr natürlich als In-App-Kauf noch nachlegen, aber das ist schade. Könnte man eigentlich auch schon frei Haus mitliefern. Kommen wir dann noch zu drei anderen Programmen, die wir nicht in der Praxis vorstellen werden, die wir euch aber trotzdem hier mal vorstellen möchten, dass ihr einfach wisst, dass es sie gibt und dass sie auf jeden Fall auch einen Blick wert sind.
Zum ersten ist da Cross von Mixvibes. Es hat einige coole Funktionen wie die Soundcloud-Integration, Digital Vinyl System, VJing, Vorhörfunktion, Autoplay. Es gibt eine Remote-App, ihr habt wieder die Smart-Listen, also intelligente Playlisten. Und auch ein nices Feature, was es sonst nirgendwo gibt, ist, dass harmonische Tracks in der Mediathek farblich hinterlegt werden. Die seht ihr dann also sehr schnell. Und es gibt Matchlisten. Ja, von daher ist es für alle Genre- und DJ-Typen geeignet. Die haben sich eigentlich auf keine Nische besonders spezialisiert. Hat aber auf jeden Fall alle wichtigen Funktionen, die man so braucht. Plus eben noch zwei, drei Sachen, die sonst kein Programm hat. Und deswegen könnt ihr es euch auf jeden Fall auch mal anschauen. Dann gibt es noch Ultra Mixer. Die haben eine Wishlist, das ist sehr cool. Eben vor allem, wenn ihr als Mobile DJ zum Beispiel unterwegs seid, dann ist sowas sehr praktisch. Ihr habt sogar pro Deck ein Mediathekfenster. Da könnt ihr eben dann sehr individuell alles einstellen. Was auch besonders interessant sein wird wahrscheinlich für Mobile DJs, ist der 31 Band große EQ für den Master Output. Das heißt, wenn ihr eben selber auch für die Beschallung der Veranstaltung zuständig seid, dann könnt ihr den Output hier sehr, sehr genau einstellen. Das ist auf jeden Fall cool. Und dann gibt es auch noch eine Broadcast-Funktion. Es gibt eben Video und Visuals mit an Bord, außerdem Lichtsteuerung und Karaoke. Und das sind eben natürlich vor allem Features, die Mobile DJs von euch interessieren werden und spricht euch deswegen wahrscheinlich auch am ehesten an. Dann gibt es noch Flow. Das ist von Mixed in Key, der Firma. Die haben Dynamic Playlists, das ist ein cooles Feature. Außerdem gibt es noch My Top 100 und My DJ Sets. Es ist sehr kompatibel mit vielen Controllern und ihr habt sogar die Möglichkeit, bis zu 8 Decks noch euch anzeigen zu lassen und eben auch so zu bespielen, ganz klar. Wobei eben 8 Decks ist auch schon hart, also da muss man erstmal damit umgehen können. Das ist vor allem dann natürlich auch für Controller geeignet, die eine große Matrix an Pads und Line-Fadern haben. Das ist natürlich dann auch kein klassischer MIDI-Controller mehr. Und außerdem habt ihr die Track-Segmentierungsfunktion, also Flow unterteilt euch im Prinzip schon die Tracks in bestimmte sinnvolle Abschnitte. Und außerdem kann Flow auch mit Stems umgehen. Das ist die einzige Software außer Traktor, die das kann. Und außerdem gibt es noch den Export-Mode. Also hat auch auf jeden Fall einige USPs, das ist ganz cool, also Alleinstellungsmerkmale. Und es spricht vor allem halt Mashup und elektronische DJs an, weil zum Beispiel Stems funktionieren, weil man bis auf 8 Decks hochgehen kann und hier vor allem auch das harmonische Mixen. Deswegen ja auch Mixed in Key, der Background, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, wird auf jeden Fall diese Zielgruppe am meisten ansprechen. Kann natürlich aber logischerweise auch wieder von allen anderen DJs genutzt werden. Insofern habt ihr jetzt hier schon mal einen Eindruck bekommen von den ganzen Programmen. Es gibt wirklich einige am Markt. Es gibt einige wenige im Prinzip, die die Big Player sind, aus guten Gründen auch. Es gibt noch hier ein paar andere, die ja auch vielleicht Anwärter bald auf den Thron sind sozusagen. Und hier könnt ihr euch jetzt mal alles anschauen, was euch am besten gefällt und habt hier schon mal eine Richtung, anhand derer ihr euch orientieren könnt. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.